Einsamkeit. Ja, liebe Leute, ja, willkommen im Jahr 2022, würde ich sagen, ne? Ich wünsche euch jetzt mal keine Gesundheit. Ich wünsche euch wirklich nur schnelle Autos, genug Geld in der linken Tasche für Koks und Nutten. Ja, natürlich alles Glück der Welt. Ja, willkommen im Jahr 2022. Ja. Ich mache heute mal ein kleines Video zum Thema Wüstenforschung, beziehungsweise wie kriegt man Pharao-Coins effektiver zusammen, um natürlich hier seine Permanentgebäude alle zu leveln, ohne dass man da Geld braucht. Ja, ist eigentlich relativ einfach. Als allererstes mal für alle, das ist, bitte merken, das ist für Nicht-Pay-to-Win-Spieler. Bitte upgradet, bevor ihr irgendwas macht. Weil, wie gesagt, um in der Wüste zu kämpfen, musst du so viel machen, was aktuell für Nicht-Pay-to-Win-Spieler nicht zielführend ist. Ihr solltet, darum geht es jetzt in diesem Video, diese Schritte ausführen, damit ihr am Cross-Battle-Event ordentlich teilnehmen könnt, also im Cross-Battle halt ordentlich kämpfen könnt. Und ganz wichtig ist, man braucht erstmal Pharao-Coins, dass man seine Permanent-Buildings wirklich upgraden kann. Und dazu empfehle ich euch ganz, ganz dringend, endlich mal die Goldmünzen-Prägeranstalten alle auf Level 40 zu bringen. Hat allein schon damit zu tun, dass man alle 12 Stunden, roundabout alle 12 Stunden, knapp 1040 Pharao-Coins bekommt aus diesen, wenn man die halt alle auf Level 40 hat. Das heißt, am Tag sind so zwischen 2.000 bis 3.000 Pharao-Coins möglich, nur aus diesem Gebäude heraus, ne? So roundabout, also ich könnte es jetzt wirklich auf Heller und Pfennig nachrechnen, 2.000 irgendwas werden es sein. Das sollte man einfach mal sich klar machen, ne? Also diese Gebäude nicht zu leveln, ist einfach dumm. Und das geht dann halt hier bei dieser Forschung eben direkt weiter. Ja, wie gesagt, ich arbeite mich jetzt auch hier diesen mittleren Strang runter gerade. Hier links habe ich das schon fertig. Zum Beispiel geht das hier weiter. Hat man die Gebäude nämlich alle auf Level 40, bekommt man auch Wüstenedelsteine aus diesen Gebäuden heraus, die euch wiederum helfen im Awakening, ja, Level eurer Kristalle. Nur mal so als wegen einem Zaunsfall, ne? Also hier in der Forschung als allererstes der ganz linke Strang. Hat auch wiederum damit zu tun, man kann dann Erste-Hilfe-Serum produzieren. Und das ist auch nicht ganz unbedeutend. Bei mir aktuell ist das so, ich habe, wie ihr seht, vier der Oasenkrankenhäuser auf Level 40. Ist nicht ganz billig, die Forschung hier. Also ich habe jetzt auch gerade keine Bauability drin. Aber wie gesagt, ist kein Schnapper, aber rentiert sich. Denn mir bringen diese vier Pharao, ach Quatsch, permanente Oasenkrankenhäuser, bringen mir persönlich aktuell in der Woche zwischen 100 bis 150 Serum. Das wiederum hat den Vorteil, ihr könnt im Cross-Battle wesentlich mehr Gas geben beim Kämpfen, weil ihr könnt euch dann in der Wüste nämlich ganz viele eurer Truppen wieder zurückholen. Das ist dann, wenn ihr dann auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob es noch drin ist. Ich glaube nicht, dass es noch angezeigt wird. Nee, schade. Also ich kann aktuell im Schnitt immer nach dem Cross-Battle roundabout 300 Serum benutzen und habe fast alle Truppen dadurch wieder zurück, die ich verloren habe im Kampf. Ne? Ja, und welche Forschung auch noch ganz wichtig ist, das ist der mittlere Strang hier. Und hier ist es relativ wichtig, auf jeden Fall erstmal bis zum Schatzsucher zu kommen. Und das zeige ich euch auch jetzt, weil auch diese Forschung ist nicht unerheblich. Denn sie bringt, je nachdem wie viel Marschtruppen ihr habt, also ich sage immer so roundabout pro Sammlung 50 Pharao-Coins. Und jetzt könnt ihr euren Taschenrechner bemühen, wenn ihr es am Tag schafft, eure Sammeltruppen viermal rauszuschicken. Ich habe 9 Marschtruppen. Also 50 Pharao-Coins mal 9 und das dann sozusagen mal 4. Also das bedeutet, ich bekomme am Tag
nur übers Ressourcensammeln nochmal knapp 2.000 Pharao-Coins zusammen. Und wenn man das die ganze Woche durchzieht, reden wir in der Woche nochmal von knapp 13.000. Ne? Mit den permanent, also mit diesen Goldcoin-Mines, die Goldcoin-Mines bringen euch in der Woche auch nochmal knapp 15.000. Und das heißt, nur über Sammeln und die Goldcoin-Gebäude, wenn die auf Level 40 sind, macht ihr in der Woche alleine schon 30.000 Pharao-Coins. So. Und dazu kommt natürlich am Ende, wenn ihr noch eure Minen dazu habt. Also bei mir ist es so, ich benutze eigentlich immer bis Freitag alle Pharao-Coins, die ich habe. Und ab Freitag ist dann Schluss. Und Freitag, Samstag, Sonntag häufe ich mir die Pharao-Coins für das nächste Wüsten-Event sozusagen an. Aktuell kriege ich 18.000 raus am Tag. Also gestern waren es noch 17.000, irgendwas Zerhacktes. Und wie gesagt, wohlgemerkt, ich war am Donnerstag bei roundabout 0 Pharao-Coins, also wirklich alle runtergerockt fürs Leveln halt. Und bin jetzt seit Freitag bis heute wieder bei knapp 40.000 und das Ganze wirklich ohne Geld zu investieren. Ne? Also kann ich euch auch hier zeigen, im Kumulativ-Event nehme ich nicht teil, obwohl natürlich hier ne, für 100 Euro 60.000 Coins eigentlich lohnenswert, aber naja, muss ja nicht. Wenn man das einfach über simplen Gaming-Skill hinbekommt. Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, das hier muss man auch noch mit reinrechnen, wären, wie gesagt, die habe ich auch unter der Woche alle weitestgehend mitbenutzt. Also wer die 15 Euro in der Woche über hat, wirklich investiert in diese goldene Waffenversorgung, die ist immer sehr lukrativ. Die lohnt sich wirklich immer. Nicht nur wegen den Speed-Ups, sondern auch wegen den Items, die ihr bekommt. Die bringen euch halt wirklich vorwärts. Ne? Ja, ich mache dann trotzdem auch hierzu nochmal nebenbei Werbung. Auch dieses Event hier für die Nicht-Pay-to-Win-Spieler, auch diese 20 Euro lohnen sich. Wenn ihr das immer jeden Tag spielt, also die Aufgaben hier erfüllt jeden Tag. Denn auch das, was hier an Items kommt, mit beiden Strängen zusammen, das sind die 20 Euro wirklich wert. Ne? Also ihr habt hier Items drin, dafür bezahlt ihr im Normalfall locker 100, 150, 200 Euro im Normalfall. Zu grob. Ne? Also ihr habt halt keine Ressourcenkisten dazu, aber nur diese Items. Guckt mal in die großen Packs rein. Hier bekommt ihr nur die Items für 20 Euro. Müsst halt nur jeden Tag wirklich spielen, um euch hier jeden Tag immer die Belohnungen Step by Step freizuschalten. Aber wie gesagt, ihr seht ja, ich habe es auch schon seit Donnerstag bin ich schon fertig und hatte dann immer noch 4 Tage Zeit. Also das schafft man wirklich locker. Ne? Setzt natürlich voraus, man hat immer genügend Ressourcen in petto und natürlich auch ausreichend Beschleuniger. Ja, ansonsten für die, die ein bisschen mehr investieren, sei gesagt, immer den Monatskartenfonds mitnehmen. Lohnt sich eben auch ohne Ende. Brauche ich nicht dazu zu sagen. Ja, der nächste Monatskartenfonds wird auch meine. Habe ich natürlich, ich time das natürlich auch immer ein bisschen clever, weil der nächste wird, denke ich, am Montag, Dienstag oder Mittwoch freigeschaltet. Und ich habe halt noch die hier immer noch ja dann 10 Tage Zeit. Also es müsste wie immer wieder passen. Man muss halt, wenn man hier Geld investiert, clever investieren. So wie ich es schon immer gesagt habe. Weißt du, sowas ist verdammt scheiße. Ja, ansonsten, was habe ich Neues gemacht? Ja, ich bin einen Ticken weitergekommen bei Eagle Eye. Habe jetzt hier wirklich endlich mal einen fertigen roten Suit komplett. Damage-Werte weiß ich nicht, ich kämpfe gerade nicht. Ich bin aktuell tatsächlich auch mit Ressourcen sammeln erstmal wieder beschäftigt. Hunter nähert sich jetzt auch so langsam. Das letzte Gehen ist halt hier sehr mühselig. Also das letzte Gehen ist wirklich recht straff. Das ist aber bei allen Heroes so. Aber auch den habe ich, ist nicht mehr lang. Lass es mal noch 2-3 Monate dauern. Man bekommt ja die Kondensatoren trotzdem durchs Event spielen. Also im Cross Battle gibt es ja sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig.
So viel dazu, Leute. Danke, dass ihr in dieses Video reingeschaut habt. Wer Fragen hat, scheut euch nicht, diese Fragen hier unter den Kommentaren einfach zu stellen. Und ja, ich werde euch die Fragen gerne beantworten. Ja, soweit ich das natürlich auch immer kann. Und in diesem Sinne, Leute, kommt gut ins neue Jahr rein. Ja, sauft noch eine Runde. Denn wie ihr wisst, am Montag beginnt dann ja wieder der normale Alltag, der normale Wahnsinn. In diesem Sinne, Leute, noch eine schöne Zeit und tschüss mit euch.